Ja, grüß euch. Nach 2 Tagen Sendepause gibt es jetzt wieder mal einen Live-Bericht. Wir sind jetzt da gerade schon im Modul B vom B3 und Motor Ausbildungsstern für den FB2. Derzeit sind wir beide Boote in Biograd und werden jetzt 2 Tage draußen sein. Das heißt, wir werden eine Nacht draußen übernachten und nächstes Mal kommen wir dann vor, als meine Nachtfahrt von der Inselwelt, also von Dugi Otok durch die Inselwelt hier zurück nach Biograd machen. Sehr spannende Nachtfahrt. Ja, was passiert da im Moment? Da kann man schon sehen, unsere Burschen sind da ganz eifrig am Lernen. Ja, alle mit Skripten und so weiter. Also das ist jetzt keine gestellte Aufnahme. Ich darf jetzt nicht lachen. Nein, es ist eine echte Live-Aufnahme. Und dann kann man auch sehen, wir haben jetzt beide Schulboote nebeneinander. Da haben wir die Aruna, mit der ich unterwegs bin, und das Schwesternschiff gleich daneben. Kann man da sehen, die Ati. Fast baugleiche Boote. Großer Unterschied, wie man sehen kann, ist oben das Lattengroß, was wir hier haben. Auf der Aruna gleiches Boot, aber mit Rollgroß. Dann machen wir noch einen Besuch auf der Ati. Da können wir den Gründer und Leiter der Seefahrtschule auch begrüßen. Servus Alex. Servus, das ist der Alex. Ja. Wie geht's? Gut. Alles gut, ja. Ausbildung läuft gut mit den Burschen. Sehr gut, ja. Sind sehr fleißig. Und wie wird die Woche und die Prüfung verlaufen dann am Ende? Es ist so, dass wir am Donnerstag die Theorieprüfung machen mit Kartenarbeit und Multiple Choice Test. Aha. Und am Freitag die Praxisprüfung. Okay. Und am Freitag am Abend, sofern alles gut verläuft, die feierliche Scheinverleihung. Aha, ja, da sind wir gespannt, ja. Und fühlt sich schon alle gut vorbereitet für die Prüfung? Ja. Topfit. Alle auf bestem Weg. Ja. Na passt, dann vielen Dank, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder einen Live-Bericht gibt. Danke.